Wir waren vorher im Honigtal von Renatur, da habe ich ja auch einen Film drüber gedreht. Und auf dem Weg hierhin haben wir uns die ganze Zeit darüber unterhalten, dass wir eigentlich im Honigtal bleiben wollen. So schön da, dieser gemütliche Garten vor der Tür. Wir haben uns außerdem mit einer Familie aus meiner Heimatstadt Köln angefreundet, da ist der Abschied so schwer gewesen. Und das ganze Team war auch so nett, wir wollten einfach nicht weg. Als wir dann in der Villa Calimera angekommen sind, bin ich direkt vom tollen Ausblick aufs Meer begeistert gewesen. Egal ob vom Zimmer aus oder von der Dachterrasse des Restaurants, das Meer ist überall zu sehen. Hier die Villa Calimera wurde ja im Sommer 2016 eröffnet. Die Zimmer, die gefallen mir hier wesentlich besser. Einfach total schick. Außerdem finde ich die Matratzen komfortabler. Auch andere Gäste erzählen mir, dass sie hier gut schlafen. Ich mag die blauen Fensterklappen übrigens total gern. Meiner Meinung nach ein sehr schöner Farbton. So ein offener Kleiderschrank hat den Nachteil, dass man meine ganze Unordnung sieht, aber man muss ja nicht hingucken. Das Kinderprogramm ab 3 Jahren wird 11 Stunden die Woche spielerisch gestaltet. Mit viel Eigeninitiative, dem Bezug zur Natur und der Förderung der Gemeinschaft und Fantasie.
Und zwar, wir sind hier gestartet. Ja. Und dann sind wir hier hochgelaufen. Regen. Zum Glück sind wir nicht aus Zucker. Ja. Sonst wären wir schon geschmolzen. Ja. Upsala. Die nächsten Gäste kriegen besseres Wetter, ne? Ganz sicher. Nachhaltigkeit gehört ja zum Konzept von Renatur. Deswegen gibt es hier eine richtig coole Geschenke-Ecke. Ich liebe diese Idee. Ich habe mir da eine Aprilotion weggenommen von Gästen, die vor mir da waren, die nicht mehr brauchen. Wir reisen morgen ab, dann kommt da meine Sonnenmilch hin. Ist nämlich eine ganze Menge noch drin. Und die sollte man ja innerhalb einer gewissen Zeit verbrauchen, weil der Schutz da nicht mehr so stark ist, habe ich gelesen. Ja, und was soll ich die wegschmeißen? Nächste Gäste freuen sich drüber, haben vielleicht zu wenig dabei. Ich finde, dass die Kinder hier im Sandkastenbereich zu wenig Schatten haben. Habe auch das Team mal drauf angesprochen. Dann wurde mir gesagt, dass es noch ganz viele Optimierungen geben wird. Noch mehr Pflanzen, hier mehr Schatten, Barhocker kommen hier hin. Also es wird noch viel, viel gemütlicher werden. Also dürft ihr euch freuen, wenn ihr die Villa Calimera ab Mai 2017 bucht. Zum Schluss noch ein wichtiger Tipp. Wenn ihr nach Korfu fliegt, dann nehmt unbedingt genug Bargeld mit. Denn egal, ob wir im Shop sind oder im Restaurant, sogar momentan hier in der Anlage, überall müssen wir bar zahlen. Also Karten, Kreditkarte, EC-Karte oder so wird alles nicht akzeptiert. Das ist ganz gut, wenn man das vorher weiß.